Schön, dass du bei diesem Video dabei bist und mehr über den Schützen erfahren willst, denn heute geht es darum, die Eigenschaften des Sternzeichens Schützens einfach mal hier zu präsentieren und dir zu sagen, was dem Schützen eigentlich besonders wichtig ist, wie du einen Schützen für dich erobern kannst, damit es in der Liebe auf jeden Fall funktioniert. Denn meine Aufgabe ist es, täglich Menschen in die Liebe zu bringen und ich habe bei meinen zahlreichen Coachings einfach auch festgestellt, dass Sternzeichen dir helfen können, eine wirklich schöne Beziehung zu führen und dir auch zu zeigen, worauf du achten musst, wenn du bestimmte Sternzeichen in dein Leben lässt. Vor allen Dingen ist es auch wichtig zu sagen, dass ich eine ganze Sternzeichenreihe habe. Also ich habe hier wirklich zu jedem Sternzeichen ein kurzes Video aufgenommen. Natürlich kann ich in dieser kurzen Sequenz nicht alles über dieses Sternzeichen vermitteln, was es eben so zu vermitteln gibt. Aber du kannst gerne in die Kommentare natürlich Ergänzungen schreiben, andere wichtige Dinge schreiben, wenn dir unbedingt noch was auf dem Herzen brennt, was du teilen möchtest. Da würde ich mich nämlich wahnsinnig freuen, denn dieses Video ist natürlich nur ein kleiner Einblick in die Welt der Sternzeichen. Aber nichtsdestotrotz kann es schon sehr viel bewirken. Denn wenn du etwas über die Eigenschaften des neuen Sternzeichens, was ich jetzt präsentieren werde, Schütze, weißt und auch weißt, mit wem der Schütze am besten zusammenpasst oder warum die genau zusammenpassen, dann kannst du dir für deine persönliche Beziehung oder beim Daten wirklich, ja, ich sag mal, eine Last von den Schultern nehmen. Denn dann kannst du mit neuem Wissen in eine gute neue Beziehung gehen. Also, wir fangen einfach mal direkt an mit dem Sternzeichen Schütze. Schütze ist ein Sternzeichen, was natürlich ein Feuerzeichen ist. Wir haben Feuer, Erde, Wasser und Luft. Und der Schütze ist ein Feuerzeichen und alle Feuerzeichen sind männlicher Natur. Genauso wie alle Luftzeichen männlicher Natur sind. Erde und Wasser sind demnach weibliche Zeichen. Feuerzeichen passen demnach auch mit anderen männlichen Zeichen zusammen. Das sind demnach die Luftzeichen, also Wassermann, Waage und Zwilling. Ja, Feuerzeichen sind Löwe, Schütze und Widder. Aber ich werde dir in diesem Video genau sagen, wie gut der Schütze mit jedem einzelnen Sternzeichen zusammenpasst. Und dafür habe ich ein Ranking entwickelt. Wirklich von 0 bis 10 gebe ich immer so Punktzahlen, wie gut das Sternzeichen mit dem anderen harmoniert. Aber beginnen wir jetzt erstmal mit den Schützen. Der Schütze wird am 22.11. bis zum 22.12. geboren und ist ein Feuerzeichen, wie ich gesagt habe. Und Feuerzeichen sagt schon aus, dass sie sehr viel Energie haben. Und das ist beim Schützen genauso. Er hat sehr viel Energie, er geht gerne raus, er ist gerne kommunikativ, beweglich, liebt Sport, ist sehr, sehr, sehr aktiv und mag es auch wirklich in die Kommunikation mit anderen zu gehen. Er mag es gerne rauszugehen, er mag es gerne neue Dinge zu erkunden, zu entdecken. Und somit kannst du auch da schon einen ersten Hinweis bekommen, denn der Schütze liebt es, wenn du beispielsweise gemeinsame Aktivitäten mit ihm machst. Vielleicht auch sportlicher Natur. Und dann vielleicht auch ein bisschen was, was auf Zack ist. Ne? Nicht unbedingt jetzt irgendwie eine Runde wandern gehen, kann auch funktionieren. Ja, warum nicht? Aber es kann auch sein, dass du da vielleicht andere Sportarten wählst, die ein wenig mehr Aktivität zeigen. Vielleicht auch ein bisschen mehr Action zeigen. Der Schütze liebt sowas und da findest du auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt, wie du den Schützen auch von dir begeistern kannst, wenn du bereit bist, ein wenig was auszuprobieren mit dem Schützen. Der Schütze liebt Abwechslung und liebt es auch, Humor zu haben und Humor zu zeigen. Also er lacht sehr, sehr gerne. Wichtig ist aber dem Schützen, wenn du ihn erobern willst, dass er es gar nicht mag, wenn Menschen anfangen zu klammern. Der kann das gar nicht haben, weil er liebt auch seinen eigenen Freiraum, ist ja auch gerne beweglich, ist gerne unterwegs. Und wenn du ihn da eingrenzt, einschränkst und klammerst, dann kann der Schütze das gar nicht haben und dann kannst du ihn tatsächlich auch verlieren. Das Schütze ist auch ein sehr intelligentes Zeichen. Du kannst auch sehr, sehr tiefgründige Gespräche mit ihm führen. Also ein wirklich sehr abwechslungsreiches Sternzeichen, was sehr, sehr viel Qualitäten mitbringt. Aber da musst du wirklich darauf achten, dass du seinen Freiraum beachtest, dass du es beachtest, dass er es nicht mag, dass du klammerst. Und dann kann das Ganze auf jeden Fall auch super gut sein. Ja, und demnach ist der Schütze auch tatsächlich spontan. Und demnach kannst du auf jeden Fall auch spontane Aktivitäten mit ihm planen. Also es ist perfekt, wenn du beispielsweise was Spontanes für euch beide organisiert und er wird es lieben. Also mach es einfach, aber pass auf, zeig auch Grenzen bei dir und lass nicht alles mit dir machen. Und damit wirst du den Schützen auf jeden Fall für dich gewinnen, denn er liebt es, selbstbewusste Menschen an seiner Seite zu haben. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Ranking und
sage dir dann auch, welches Paar mein Dreampaar ist am Ende. Gerne kannst du in die Kommentare schreiben, ob du ein anderes Dreampaar kennst oder ob du vielleicht mein Dreampaar auch unterstützt. Also ich freue mich natürlich immer über Interaktion deinerseits. Ich habe heute tatsächlich zwei Traumpärchen, weil sonst wäre es ein bisschen langweilig gewesen, denn das erste Traumpärchen ist jetzt schon da, nämlich Schütze und Widder, 9 von 10. Also die kriegen schon mal den ersten Herzensregen von mir. Passt einfach super gut zusammen, sind beide aktiv, sind beide Feuerzeichen. Also dem kann man eigentlich nichts aussetzen. Die sind wirklich beide sehr, 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 sehr gut unterwegs als gutes Paar. Sie harmonieren einfach wundervoll. Das Einzige ist, dass der Schütze sich sehr, sehr gerne auch über den Sinn des Lebens austauscht und der Widder nicht immer unbedingt. Ne? Also der muss nicht immer diese tiefgründigen Gespräche haben, muss er nicht immer unbedingt. Aber sie verstehen sich auf jeden Fall sehr gut. Auch das Körperliche passt bei den beiden optimal. Also eine 9 von 10 und auf jeden Fall schon mal das erste Traumpaar für mich. Schütze und Stier kriegen nur eine 4 von 10 von mir, weil sie einfach eine ganz andere Lebensgestaltung haben. Der Stier ist ein Erdzeichen, demnach weiblich und sehr, sehr, sehr ruhebedürftig, sehr viel in der Natur, sehr viel ja, Dinge unternehmen, die ihn gut tun, die ihn seine innere Mitte bringen. Ne? Also so wirklich sehr, sehr bodenständiges Sternzeichen. Und der Schütze liebt es halt rauszugehen, liebt es Geld auszugeben, liebt es unter Menschen zu sein, liebt es Neues zu lernen. Und da passt das beides nicht ganz zusammen. Also wenn man einen sehr aktiven Stier an seiner Seite hat, kann das Ganze trotzdem auch harmonieren. Und da empfehle ich tatsächlich immer an den Aszendenten zu schauen. Denn der Aszendent verleiht deinem Sternzeichen noch eine persönliche Note und kann dein Sternzeichen beispielsweise in Nuancen abmildern oder ja, dem Ganzen einfach eine andere Wertigkeit verleihen. Also sprich, wenn du das Sternzeichen Schütze bist, aber in deinem Aszendenten der Stier ist, dann schlummert bei dir auch ein wenig der Ruhepol und es kann sein, dass du dich trotzdem mit dem Stier ganz gut verstehst. Also vor allen Dingen bei den Sternzeichen, die nicht so ein hohes Ranking von mir erhalten, würde ich empfehlen, in den Aszendenten zu schauen, um zu gucken, ob man da auf jeden Fall trotzdem noch ganz viele gemeinsame Nenner finden kann. Schütze, Zwilling kriegen von mir eine 5 von 10, also auf jeden Fall eine Beziehung voller Wachstum. Der quirlige Zwilling passt auf jeden Fall zum Schützen, aber da muss geguckt werden, ob man gemeinsame Aktivitäten findet. Denn der Zwilling hat nicht unbedingt die gleichen Vorstellungen von Aktivitäten wie der Schütze. Aber nichtsdestotrotz können die beiden sich auf jeden Fall sehr gut verstehen und können auch einen coolen Freundeskreis zusammenbringen, denn die beiden lieben ja auch Menschen in ihrer Umgebung. Also nichtsdestotrotz finde ich 5 von 10 eine Beziehung mit viel Wachstum. Also ich finde, wäre auf jeden Fall mal interessant, ein Schützen-Zwillingspärchen zu kennen. Meldet euch bei mir, ich würde gerne mal wissen, wie das so ist. Schütze, Krebs, schwierig. Natürlich ist der Krebs ein Wasserzeichen, weiblich passt demnach auch wenig zum Schützen. Aber was da noch wesentlich schwieriger ist, ist, dass der Krebs einfach sehr, sehr häuslich ist, sehr, sehr gerne eine Familie hat, sehr, sehr gerne zu Hause bleibt in seinen vier Wänden. Und der Schütze ist ja, wie gesagt, ganz anders. Er geht gerne raus, ist viel unterwegs und da ist das halt so ein bisschen am Kriseln. Ne? Also da muss man wirklich schauen, dass man gemeinsam das akzeptiert, wie der andere eben ist. Also sehr, sehr viel Akzeptanz für die andere Seite haben. Und dann kann auch diese Beziehung auf jeden Fall was werden. Ja, und wir kommen tatsächlich zu meinem zweiten Traumpärchen. Also bleibt trotzdem bis zum Ende dran, denn es kommt ja noch ganz viele andere Sternzeichen und Rankings. Aber mein zweites Traumpärchen ist auf jeden Fall Schütze und Löwe. Die beiden passen einfach genauso wie Schütze und Widder super zusammen, also eine 9 von 10. Hier und da kann das Auftreten des Löwen vielleicht auch ein bisschen ja, übertrieben wirken für den Schützen, aber er findet es total in Ordnung. Also eigentlich passen die super gut zusammen und dementsprechend, sie können super viele tolle Sachen unternehmen, also harmonieren einfach. 9 von 10 ist optimal, also meckern jetzt mal nicht, meckern auf hohem Niveau soll ja nicht sein. Also einfach ein schönes Paar, mein zweites Traumpaar. Schütze, Jungfrau, 5 von 10, passt nicht ganz gut zusammen, denn ja, da sind ein paar Dinge, die einfach nicht ganz klappen. Die Jungfrau ist dem Schützen einfach zu perfektionistisch. Ne? Da muss ja immer alles genau stimmen, alles akribisch sein, dies, das. Ne? Und das ist der Schütze halt gar nicht. Und was die Jungfrau an dem Schützen nicht so gerne mag, ist, dass er halt einfach ein bisschen arrogant wirkt.
Ja, Punkt. Also da verstehen sie sich nicht ganz, denn die Jungfrau ist sehr bodenständig, mag auch bodenständige Menschen, mag keine Menschen, die polarisieren, die wirken nach außen und. Und der Schütze wirkt aber gerne nach außen. Und da hapert so ein bisschen, ja, da muss man gucken, ob die beiden einen Nenner finden, sich einfach akzeptieren, wie sie sind und vor allen Dingen in den Aszendenten schauen, damit diese Beziehung auf jeden Fall hält. Schütze und Waage kriegen eine 7 von 10. Die beiden passen sehr gut zusammen, finde ich. 7 von 10, weil natürlich hier und da ein paar Dinge nicht ganz so ausreichend sind. Ne? Also die Waage ist sehr diplomatisch, sehr harmoniebedürftig. Und der Schütze ist nun mal Feuer. Es ist einfach ein Feuerzeichen. Ne? So wie du dir Feuer vorstellst, so ist der Schütze eben. Also da kann es ein wenig mal kriseln. Aber der Schütze ist das Glückskind unter den Sternzeichen, versteht sich allgemein mit vielen Sternzeichen sehr gut und findet auch immer schnell einen Zugang zu Sternzeichen. Also auch zu dem Waagemenschen. Also da kann es trotzdem eine sehr schöne harmonische Beziehung geben, wenn die beiden sich wirklich aufeinander abstimmen. Schütze, Skorpion, ja, ich nehme alles zurück. Mit dem Sternzeichen passt das gar nicht, nämlich 2 von 10. Die beiden finden einfach keinen Zugang zueinander. Also wirklich keinen Zugang. Ganz schwierig, ne? Denn der Skorpion liebt die Macht. Der Skorpion ist einfach mystisch, geheimnisvoll und der Schütze mag einfach Menschen, die ein offenes Buch sind. Das mag der Schütze. Und der Skorpion ist halt genau das Gegenteil von dem. Und der Skorpion ist auch nicht so kommunikativ, gibt auch nicht sofort alles aus seiner Seele preis. Aber der Schütze verlangt das manchmal. Und die beiden haben halt einfach einen sehr, sehr schwierigen Start. Ne? Wenn sie es dann irgendwann geschafft haben, sich zu kennen oder sich ja lieben zu lernen, dann ist es vielleicht auch leichter. Aber bei den beiden extrem wichtig, auf dem Aszendenten zu achten. Denn da passen ganz, ganz viele Dinge einfach von vornherein nicht zusammen. Ja, Schütze, Schütze, 9 von 10 könnte natürlich mein drittes Dreampärchen sein. Aber es wäre ein bisschen zu langweilig, deswegen ist es das nicht. Also Schütze, Schütze, 9 von 10, da kann man nicht viel sagen. Wahrscheinlich ein sehr, sehr sportliches Pärchen. Wenn man die auf der Straße sieht, dann joggen sie wahrscheinlich oder üben für den nächsten Marathon oder klettern auf irgendwelchen gefährlichen Bergen rum. Also ich glaube, es ist ein sehr, sehr aktives Pärchen. Auf jeden Fall sehr schön auch zu sehen und zu beobachten. Also 9 von 10. Wundervolles Pärchen, wunderschön. Ja, sollten nur natürlich darauf achten, dass sie auch ganz, ganz viel Zeit auch mal zu zweit verbringen, nicht zu viel nur mit den Freunden, denn natürlich, wenn dann beide Freundeskreise sich treffen, haben sie einen riesen Freundeskreis und gerne unterwegs mit den Freunden und da muss auch die Zweisamkeit nicht zu kurz kommen. Schütze und Steinbock kriegt leider nur eine 3 von 10. Die beiden passen nicht so gut zusammen. Der Steinbock ist natürlich auch ein Erdzeichen, auch weiblich. Aber der Steinbock hat halt einfach ganz andere Herangehensweisen. Der Steinbock ist sehr, ähnlich wie die Jungfrau, ne? Plant gerne, organisiert gerne, ist aber auch sehr machtbesessen, verfolgt Ziele wirklich sehr, sehr, sehr standhaft und der Schütze ist einfach viel zu locker für den Steinbock. Und da kann es ein bisschen kriseln. Also wenn die beiden wirklich eine tolle Beziehung wollen, müssen sie ganz viele Dinge aneinander akzeptieren, damit das Ganze auf jeden Fall fruchten kann. Wassermann 7 von 10. Beide männlich. Also der Wassermann ist ja ein Luftzeichen, aber männlich. Genauso wie das Feuerzeichen ist auch männlich. Also da harmonieren die beiden auf jeden Fall zusammen. Mit dem Wassermann kann der Schütze auf jeden Fall Aktivitäten unternehmen. Die können sich austauschen. Die lieben beide Freiräume, was sehr, sehr gut ist. Demnach akzeptieren sie es halt einfach, wenn beide mal irgendwie alleine verreisen wollen. Also beide finden sich einfach gut, so wie sie sind. Und deswegen eine 7 von 10. Natürlich harmoniert mich alles, ne? Hier und da kriselt es natürlich auch. Aber ich finde, eine 7 von 10 ist auf jeden Fall eine wundervolle Beziehung, auf der man aufbauen kann. Und zu guter Letzt Schütze und Fisch kriegt leider nur eine 4 von 10 von mir, denn der Fisch ist dem Schützen einfach viel zu sensibel. Ne? Der Fisch fühlt sich häufiger mal von irgendwelchen Dingen angegriffen, die der Schütze vielleicht gar nicht so meinte und der Fisch fühlt sich dann nicht wirklich verstanden. Und dann kann es zu Krisensituationen kommen. Also da müssen beide ganz viel Akzeptanz mitbringen. Auch da ist der Aszendent besonders wichtig. Also trotzdem kann das Ganze funktionieren, wenn beide wirklich das wollen. Also ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du kannst einiges mitnehmen zum Thema Sternzeichen und vor allen Dingen für den Schützen. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du in die Kommentare schreibst, was du darüber denkst, was du zu ergänzen hast. Ich freue mich immer sehr darüber. Gerne kannst du dir noch die anderen Sternzeichen-Videos anschauen. Ich mache dir auf jeden Fall Vorschläge am Ende dieses Videos und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mich unterstützt und diesen Kanal abonnierst, damit er weiter wachsen kann, damit ich noch mehr Menschen im Bereich Liebe helfen darf. Und du bleibst natürlich auch auf dem Laufenden und kannst ganz viel zum Lebensbereich Liebe lernen, um wirklich eine Partnerschaft zu finden, die dauerhaft hält, bei der du dich fallen lassen kannst und dich wirklich wohl und geborgen fühlst.
Ich danke dir, dass du zugesehen hast und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Deine Simone.